Fördere ein Item in die Quelle. Genau, hier rein. Bams. Ohne Geräusche. Weil es eh viel zu laut wäre. Irgendwann machen wir es mal noch mit Geräuschen. Ja, wenn ich vorher die Geräusche einfach einschalten. So. Halli, hallo, hallöle, willkommen zurück zu Hex Shards of Fate und wir machen weiter mit der Shinhare-Prüfung. Shinhare und Slut. Mhm. Bei der Starterprüfung trittst du in einer Reihe von Spielern gegen. Ja, genau, wissen wir. Genau. Alles klar. Wir spielen einfach gegen den nächsten. Und wie wir hören wir nix. Licht am Spiel ist leicht verbuggt. Zuerst ziehen, zuerst spielen. Zuerst spielen. Ja, das ist ja schon mal gut. Die können wir behalten. Ich weiß auch schon genau, was ich mache. Ich spiele das und ich spiele das. Und dann kann es einfach weitergehen. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Und heute hoffentlich auch nicht so browserfehltechnisch, ne? Was ich dann übrigens das Bild vom Browser nachträglich hier noch eingefügt habe. Damit ihr das auch seht. Also gesehen habt. So, achso, hier angreifen erstmal. Und dann holen wir den noch raus. Erstmal klein anfangen. Was haben wir hier? Einheiten in deinem Deck erhalten permanent, wenn diese Einheit ausgespielt wird, zieh eine Karte und wähle dann eine Karte, die du abwirfst. Alle im Deck. Okay. Das ist toll. Aber mehr passiert ja auch nicht. Gut. Spielen wir den. Dann die Konstante. Das ist eine Verzauberung. Genau. Im Magic. Dann greifen wir an. Sieht man übrigens, ne, verliere zu Beginn deines Lebenspunkts ein zu Beginn deines ein Lebenspunkt, aber dann erhält man einen Kampfspringer. Das ist später vielleicht noch ganz gut. Darauf basiert ja nochmal das Deck. Da ist mir der Lebenspunkt erstmal egal. Wenn wir hier die später noch stark machen. Füge einer getappten Einheit deiner Wahl einen Schaden zu. Naja, der da denn. Zum Beispiel, wenn er dann getappt ist. So, jetzt kriegen wir einen Lebenspunkt Schaden, aber kriegen einen Kampfspringer. Gut, das hat ja schon mal super funktioniert. Jetzt werden wir nicht angreifen, sondern erstmal noch einen Kampfspringer zu holen und den Kommandoturm. Hätte man noch Feuer machen können. Aber so geht's auch. Das ist jetzt eine fliegende Kreatur. Das heißt, die können wir eh nicht blocken.
Einheiten in deinem Deck erhalten permanent. Ja. Okay. Wissen wir. So, Kampfspringer. Was holen wir noch? Da können wir noch Kampfspringer erzeugen. Da können wir eine Karte ziehen. Und da erhalten alle noch mehr Angriff. Die also zuerst. Dann die Angriffsphase. Dann viel Spaß beim Angreifen. Das geht schnell. Ja, toll. Dadurch, dass wir die ganzen Kampfspringer haben, haben wir nämlich jetzt viel Schaden gleich rausgehauen. Tierkreisschamane, okay. Da kommt noch ein Kampfspringer. Da haben wir noch eine Blutscherbe. Können wir beide spielen? Ja. Und wir kriegen sogar noch eine Karte durch den hier. Jetzt werden die Karten natürlich immer kleiner, weil hier so viele. Ups, das wollte ich nicht liegen. So geht's. Und Angriff. Ja, soll da was blocken? Bringt ihm nichts. Minus 5 Punkte. Und wir haben gewonnen. Ja, das ging ja schon mal ganz gut. Wir haben Karten bekommen. Lesen. Doppelklick. Nochmal in Wolf, Once of Litter, Blatt, bla, 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 Close. Kann man das eh nicht lesen. Sehen, man sieht es am besten im Kartenmanager. Also wir haben jetzt, was haben wir hier? Ritual des Blutkessels. Führe eine andere Einheit. Diese Einheit erhält in diesem Zug 5. Das ist natürlich auch was. Wenn man eine andere Einheit dafür, natürlich muss man dann opfern, aber wenn die denn noch 5 erhält, ist doch toll. Also nicht plus 5 dazu, sondern müsste dann 5-5 sein, ne? Sobald ich das richtig interpretiere, dann haben wir hier den Chin Hare-Lobredner. Wenn ein weiterer von dir kontrollierter Shinhare stirbt, erhält diese Einheit permanent plus eins und Sensei des verwundeten Blütenblatts. Wenn diese Einheit ausgespielt wird, erhältst du für jede von dir kontrollierte Einheit einen Lebenspunkt. Ja, können wir später ja mal gucken, was wir daraus machen, ne? 7-1, was ist das hier? Keine Ahnung. Dinge, die man nicht versteht. So. Im Inventar haben wir nix. Hier kann man dann noch chatten, Turniere. Da kann man übrigens in Turnieren mitmachen, aber das habe ich das letzte Mal gezeigt. Ich glaube nicht. Werde ich jetzt auch nicht weiter was machen. Wir machen einfach weiter, weil wir haben ja noch Zeit. Machen wir einfach noch ein Duell. Ist aber gut, dass wir nicht so Ton haben, weil da kann ich immer schön reden und es nervt eigentlich denn nicht. Man soll es auch als Vorteil sehen, dein Gegner wählt zum Spielen. Dann soll er wählen. Mir egal. Er nimmt nochmal neue. Ja. Geh weg. Ich guck kurz mal.
haben wir eine teure drin, aber auch so ein paar billige. Ich behalte mal die Hand, damit ich es die hier. Genau, die sind gut hier. Standardaktion erhalte ich zwei Kampfspringer schon mal. Wenn ich denn dran bin, natürlich. Er macht erstmal das hier. Ist mir egal, soll er machen. Gut. Da haben wir schon mal unsere Kampfspringer. Können wenigstens den Gegner schon mal aufhalten. Kampfspringer kann man mal schön opfern, das ist nicht das Problem. Davon haben wir ja später genug. Wenn diese Einheit stirbt, erschaffe zwei Kampfspringer. Siehst du? Ja, angreifen bringt ja noch nichts. Ja, das hat er sich dann auch so gesagt, gedacht und greift auch nicht an. Den können wir rausbringen erstmal. Oder den. Oder ganz schön beide. Ja. Den Schaden schluckt er. Warum auch nicht? Kann er ja machen. Hätten wir, glaube ich, auch machen können. Erhalte 5 Lebenspunkte. Hat den nicht mal gesockelt? Warum auch, ne? Denkt er sich. Also wir holen erstmal hier den Kampfspringer. Dann den Blutsplitter. Dann den hier, der hält für jede kontrollierte Einheit plus 1 plus 1. Wir haben ja 4, das heißt, der ist dann plus 4, plus 5 plus 5, weil der ja dann auch noch dazu kommt. Dann weiter zur Angriffsphase. Und das Ganze werden wir überspringen. Wegen dem hier, das bringt's alles nicht. Müssen den natürlich auch schnell klein kriegen, weil er immer, wenn er eine 4-Aufladung hat, sich 5 Lebenspunkte holen kann. Na dann nochmal so ein. Eine Einheit deiner Wahl erhält in diesem Zug plus 3 plus 3, genau. Wir gehen mal einfach auf den hier, dann macht er gleich 8 Schaden. Dann holen wir noch Kampfspringer rauf, dann wird er nämlich noch stärker. Und er blockt nicht. Ich hätte nämlich ein Problem, weil ich den starken, ja klar, der wurde jetzt nur jetzt ein bisschen stärker. Damit konnte er jetzt einen seiner Wahl holen, ne? Von denen. Soll er machen. Ist ja nichts schlimm. Ist erstmal bei. Ja, pff. Soll er machen.
Die 4 Schaden. Tappe eine Einheit deiner Wahl. Kann aber mitmachen. Aber halt noch nicht jetzt. So. Dann werden wir mal die wieder zerstören, bevor die noch nervt. Den, den, den. Wir haben ja alle mindestens einen Punkt mal angreifen. Ja, einer wird er blocken, ist klar. Gehen trotzdem noch ein bisschen Schaden durch. Das wollte ich ja. Hier werde ich jetzt blocken. Weil mir die Kampfsprünge erstmal egal sind. Dann wird die zwar schwächer, aber die kann ja hier trotzdem mindestens noch ein ausnucken. Die Karte ist unwichtig für uns. Blutsplitter. Zerschmettern. Was ist denn zerschmettern? Kann man sich denken jetzt langsam, ne? Fragen. Steht hier nicht, aber ich glaube, zerschmettern müsste sowas sein wie. Wie Trampelschaden in Magic. Wir nehmen mal den raus. Greifen wir mit denen an. Das soll's eigentlich denn gewesen sein. Genau. Dann kriegen wir erstmal wieder Karten. Ein Starterpack erhalten wir. Können wir auf den Store gehen. Obere rechte Ecke. Lower oder untere? Lower, lower, ist ja auch egal. Zwei kann man dann noch spielen, um Gold zu gewinnen. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier in den Shop gehen. Packs öffnen. Ah, da haben wir's. Kann man das nicht einfach hier? Befördere ein Item in die Quelle. Genau, hier rein. Bams, ohne Geräusche. Weil es eh viel zu laut wäre. Irgendwann machen wir es mal noch mit Geräuschen. Ja, wenn ich vorher die Geräusche einfach einschalten. So. Ansturm. In den Karten sehen wir gar nicht. Leicht buggy ist das Ganze also auch noch. Aber ich sehe es ja dann über den Kartenmanager, was ich bekommen habe noch. Das hatten wir gerade schon. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Schimmertalhexe. Wenn diese Einheit ausgespielt wird, erhältst du 3 Lebenspunkte. Oh. Tyrannosaurus Hex mit Zerschmettern. Hier sehen wir es auch. Wenn diese Einheit den blockierten Einheiten mehr als den tödlichen Schaden zufügt, wird der restliche Schaden den verteidigenden Champion zugefügt. Ja, wie ich gesagt habe, wie Trampelschaden. Dann klagende Todesfee. Diese Einheit kann ausschließlich von Artefakteinheiten und/oder Bluteinheiten geblockt werden. Heißt, andere können die gar nicht blocken. Das ist ja auch mal was. Schrecklicher Transfer. Füge eine Einheit deiner Wahl für jedes
Blut, das du besitzt, einen Schaden zu. Du erhältst für jeden auf diese Weise zugefügten Schaden einen Lebenspunkt. Ja, da kann man schnell Schaden rausholen, wenn man viele Blutscherben hat. Und auch wieder viel regenerieren, denn nimm eine Einheit deiner Wahl von einem Friedhof auf die Hand. Das steht von einem Friedhof, genau. Riesige Schmeißfliege mit Flug. Diese Einheit kann nur von anderen Flugeinheiten geblockt werden. Wenn diese Einheit ausgespielt wird, sucht sich der Champion deiner Wahl eine Karte aus, die er abwirft. Naja, gut. Dann muss er halt eine abwerfen. Der Mazzatjäger mit einem kleinen Sockel. Da kann man dann sich natürlich hier auch eine reinhauen, einen Edelstein. Dann zerstöre ein Artefakt oder eine Konstante deiner Wahl. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Blitzprankenzauberer. Opfere eine Einheit, setze eine Einheit deiner Wahl zurück. Oder opfere eine Einheit, ein Champion deiner Wahl begräbt die oberste Karte seines Decks. Und der Goblin-Kochtopf. Standard. So klappt, wenn man im eigenen Zug ist, ne? Opfere dieses Artefakt. Sonst wüsste ich nicht, was Standard heißt. Sondern was gerade mal sortiert. Oder haben wir es reingehauen? Ne, wir haben es reingehauen. Das wollte ich gar nicht. Opfere dieses Artefakt, füge jedem gegnerischen Champion einen Schaden zu. Jeder von ihnen verliert eine Aufladung und wählt eine Karte, die er abwirft. Jedem gegnerischen Champion. Ja, das ist wahrscheinlich später auch noch wichtig für PvE-Geschichten, weil hier steht ja jedem gegnerischen Champion. Im Moment kann man ja nur einen Spieler gegen einen Spieler spielen. Okay, dann haben wir es verstanden. Gut, beim nächsten Mal geht's denn hier noch weiter mit der Prüfung. Auch wenn hier ein paar Sachen noch verbuggt sind. Ich hoffe mal, das wird sich irgendwann mal richten. Zum Beispiel auch, dass die Musik von Anfang an da ist. Ja. Lassen wir es mal so, ne? Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dann und ciao, ciao.